Grüß euch, Alpinfreunde. Wir sind heute am Weg über den Sonnenkogel auf zu den Hohen Tieren. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen vom Video. Und wenn es euch gefällt, wird man sich freuen, ein Abo hinterlasst und einen Daumen hoch. Unsere Tour startet beim Tierenparkplatz in Losenstein. Zunächst steigen wir bis Hamburg an, danach geht es über den Weg 462 zum Sonnenkogel, weiter zur Anton Schosser Hütte und zu Hohen Tieren. Wir gehen zurück zu Hitten und steigen über den Weg 30 wieder ab. Ja, keine 5 Minuten unterwegs, kommen wir schon zu der ersten Kreuzung her. Wir müssen rechts obi Richtung, so Tafel da, Richtung Sonnenkugelrunde. Ja, 100 Höhenmeter circa sind wir schon abgestiegen. Wir biegen jetzt bei dem Bauernhaus da rechts ab. Da vorne sind schon gelbe Tafeln und da werden wir dann mehr sehen. Schosserhütte über Sonnenkogel. 2 Stunden. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find. Die bestens ausgeschüttete und markierte Sonnenkugelrunde ist was für die ganze Familie. Sicher, die ein oder andere steile Passage ist schon vorhanden, aber in Summe gesehen ist eine gemütliche Tour, die mit einer Hütteneinkehr auch richtig gut belohnt werden kann. Ein Verrückter mit einer kurzen Hose. Wo hast du sowas schon gesehen? Ja, Sommer, oder? Ja, Sommer nicht. Aber jedem das seine. Grüß Gott. Wait it up.
Gestern gewusst, dass ich wieder runtergehe. Ja. Die Himbeerbraucher da oben mit Gehirn. Was mitdenkt. Was Sabine will. Stand circa, sind wir unterwegs, kommen wir wieder auf eine Straße. Da steht Sonnenkogel Schosserhütte. Das hat der Alpenverein Mösern gemacht. Ja, Stunde 15 sind wir unterwegs. Gehen wir wieder auf eine Kreuzung her. Man könnte da die große Türenrunde machen. Das ist es 3 Stunden 30 bzw. ansteigen auf Trattenbach. Wir gehen aber jetzt rechts auf Richtung Sonnenkogel. Da steht 30 Minuten und dann weiter zur Schosserhütte eine Stunde. Eineinhalb Stunden haben wir gebraucht. Sind wir herum am Sonnenkogel. Da kommt der Himbeer auf. Und unser weiterer Weg dann da selbe Richtung weitergehen. Bis 2012 waren 4 Skilifte am kleinen Skigebiet Hohe Dirn in Betrieb
Alle Pläne einer künstlichen Beschneiung konnten nicht umgesetzt werden. Deswegen wurden 2016 alle Lifte abgebaut. Die Lifthitterl stehen immer noch da und erinnern an schneereiche Zeiten. Ja, der Himbeer hat geschossen hinten vor seiner Nase und sieht es nicht. Da oben haben wir das Hitterl. Aber da gehen wir vorerst vorbei. Wir werden dann nach der Hundieren einkehren. Gell? Insgesamt 2 Stunden sind wir angekommen bei der Anton Schosser Hütten. Wie gesagt, wir kehren erst später ein. Wir gehen da jetzt links rauf. Angeschrieben ist Hohe Tierngipfel, 25 Minuten. Tafel! Tafel! Was steht denn da? 15 Minuten am Gipfel. Hörst du das? Ja, ah ja, genau. Gipfel 15 Minuten. Also links abbiegen, aber es war irgendwo, glaube ich, rechts. Geht's wieder ins Tal. Hohe Tieren, 10 Minuten steht da. Yippie! Juhu! Ja, nicht ganz 2,5 Stunden haben wir gebraucht. Haben wir herumgekommen auf der Hohen Tieren und wir machen jetzt eine kurze Rast. Nach kurzer Raste herum auf der Hohen Tieren geht es für uns wieder zurück einmal Richtung Anton Schosser Hütten und dort werden wir einkehren. Ja, jetzt sind wir wieder bei der Schosser Hütten. Und wir sehen da schon die gelben Tafel. Wir müssen dann da ansteigen. Aber Näheres zu gegebener Zeit. Jetzt gibt es einmal ein bisschen Nahrung und Flüssigkeit für uns. Gell? Ja, unbedingt. Unbedingt. Die Anton-Schosser-Hütten ist ganzjährig von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr geöffnet. Es erwarten euch traditionelle Schmankerl wie Kasperlsnidelsuppen oder Ofenkartoffeln. Aber das Highlight für mich war, es gibt ein Bier vom Fassl. So da, du, Himbeer du. Ja? Haben wir da jetzt gut gegessen? Sehr gut. Ich darf auch sagen. So, wie gesagt, unser Weg geht jetzt dort. Da oben. Schauen wir mal, ob wir da die Grödel brauchen. Da hängen wir mal, legt es auf. Ja. Musik
hinten sehen wir einen Schieferstein bzw. steinerner Jäger. Da haben wir auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich unten in der Beschreibung. Der restliche Abstieg erfolgt unschwierig auf einer Vorstraße. Ich finde, das war wieder eine recht liebe Geschichte. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, pfiat euch!